weiß nicht, wo sie sitzt, aber sie singt für uns. Hört ihr es? Einfach mal dabei sein. Hare Krishna. Liebe Freunde, seid gegrüßt zu einem neuen GNC-Tagebuch Mai 2015. Ich bin jetzt gerade wieder in Lenzkirch auf Besuch bei Ramona. Wir wandern hier ein bisschen die alten Wege ab, die altbekannten. Ja, und ich habe mir vorgenommen, jetzt demnächst mal das neue Tagebuch zu schneiden. Es sind ja wieder einige Monate vergangen und es gibt auch einiges zu sagen und zu zeigen. Herzlich willkommen erstmal. Ich freue mich immer über die Zuschauer, über die viele Liebe. Ja, legen wir mal los. Erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Chris Kriermann Spirit. Und dann Uli von Bödefeld. So, ich liebe euch. Ich finde es richtig toll, wie wir so kommunizieren und interagieren. Danke, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Teilen, für das Feedback, für die Resonanz, für die Impulse. Wir tun uns da sehr gut. Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße gehen an den Severin. Severin, mein Bruder in Herz und Geiste. Sei dir sicher, ich melde mich bald nochmal wegen dem Besuch. Es hat jetzt leider doch nicht sollen sein, obwohl es vor ein paar Wochen mal so aussah. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Ich liebe dich. Liebe und Frieden. Genauso liebe Grüße gehen raus an Michael, Mamfi, Permahof Utopia oder wie auch immer er jetzt heißt in Berlin. Da kommen gerade ein paar Spaziergänger, stört aber nicht. Liebe und Frieden nach Delhin zu allen Bewohnern. Auch zu euch möchte ich dieses Jahr gerne mal wieder zu Besuch kommen, mal gucken, wie und wann sich's einrichten lässt. Und zu guter Letzt, last but not least, der liebe David. Ich find's richtig schön, wenn ich von dir höre. Es erfreut mein Herz und ja, so, ich habe das Gefühl, wir sollten uns jetzt wirklich mal wieder treffen, sollten mal gucken, wie wir das in diesem Jahr einrichten können. Ich fände es echt spitze. Ja, wen habe ich noch vergessen? Der Aussteiger. Aussteiger Heiko. Liebe und Frieden, Licht und Segen auch zu dir, auch bei dir. Hoffe ich, dass wir uns jetzt bald die nächsten Monate mal treffen können. Wir wohnen ja jetzt nicht so weit auseinander. Aber haben beide sehr wenig Geld. Aber ich glaube, wir frieden das hin. Ganz viel Liebe einfach zu dir. Danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Euch allen, auch die, die ich jetzt nicht genannt habe. Ich liebe euch alle. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ja, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für das tolle Feedback, was bis jetzt auf die neuen Lieder kam. Es ist ja wieder Frühjahr und ich habe so einiges in Vorbereitung und jetzt auch schon die ersten Sachen wieder hochgeladen. Und es erfreut mein Herz, es erfüllt mein Herz, die Resonanz, die ihr darauf gebt. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken. Auch für die Lesungen, die werden auf jeden Fall besser angenommen als zu Anfang, habe ich so das Gefühl. Die Aufrufe häufen sich und ich kann das nur toll finden, schön finden. Ich bin in Kommunikation mit so einigen von euch. So mancher hat sich jetzt schon das Buch Bhakti, der Wandel im Herzen oder die Bhagavad Gita tatsächlich mal bestellt. Oder hört zumindest gerne einfach zu, wenn ich daraus vorlese. Und da werden auf jeden Fall auch noch einige Lesungen folgen jetzt in diesem Jahr. Wir sind ein bisschen am Überlegen, ob wir die Bhagavad Gita wirklich mal von Anfang bis Ende vorlesen sollten. Das wäre aber A, ein Riesenprojekt und B, ist die Frage der Nachfrage. Gucken dann da überhaupt diese paar hundert Folgen, die da rauskommen werden, gucken die überhaupt drei Leute? Ja, und dann noch, ob wir das einfach chronologisch machen sollen oder nicht doch lieber so ein paar Anregungen,
herauspicken und dass das reicht. Da hat man immer noch genug Material. Ich habe ja jetzt schon über 3 Stunden insgesamt Lesungen gemacht und ich habe nur die Oberfläche angekratzt. Ich suche halt Sachen, die ich denke, die ganz gut ankommen oder die auch ein bisschen verständlich sind, wenn man jetzt noch nicht das komplette Verständnis für dieses vedische Universum hat. Und ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut. Aber auch da könnt ihr mir gerne Feedback geben, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Wünsche habt. Es wurde auch ein paar Mal jetzt angeklungen, dass ich mal so meine persönliche Meinung darüber sagen soll oder ein bisschen ja, das ausführen soll mit eigenen Worten. Und ich habe mich da eine Zeit lang noch nicht bereit dafür gefühlt, bin ich ganz ehrlich. Mittlerweile muss ich sagen, kann ich mir das schon besser vorstellen. Aber erstmal ist wirklich wichtig für mich und auch für jeden die Schriften und einfach nur die Schriften, wie sie sind, zu kennen und anzunehmen. Und jeder kann das dann für sich in sein Leben umsetzen und schauen, was er damit macht, wie oft er schanden möchte. Ich chante täglich viele, viele Male Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aus Überzeugung, Bhakti, Hingabe, hingebungsvoller Dienst, alles beschrieben und es tut so gut, es tut so gut. Dazu hatte ich ja das neue Video jetzt Seelenfrieden leicht gemacht hochgeladen, auch da umwerfende Resonanz, finde ich ganz, ganz toll, wie oft das geteilt wurde und wie schnell da verhältnismäßig zu anderen Videos von mir die Klickzahlen hochgingen. Ganz, ganz toll, ganz, ganz toll. Und dieses Video drückt eben auch aus, neben den Schriften, in denen man ganz konkret etwas über Gott lernen kann, ist natürlich das Wichtigste, was ich auch seit Anbeginn predige, geht in die Natur, geht in die Einfachheit, werdet bescheiden. Ein demütiges Leben, ein zurückhaltendes Leben, ein enthaltsames Leben, auch was jetzt, sage ich mal, Konsum betrifft. Ein fleischloses Leben, ein barfuß laufendes Leben. Und das bewegt schon so viel in euch und für eure Seele. Das müsst ihr ausprobieren. Das dürft ihr ausprobieren, ihr müsst natürlich gar nichts. Aber ich kann es jedem nur ans Herz legen. Und ich persönlich suche ja eigentlich auch einen Garten. Habe ja schon mal in Delhin gewohnt und das war meine Erfüllung von der Gartenwohnsituation her. War das Beste, was ich bis jetzt hatte. Und sowas suche ich auch wieder. Aber auch wenn ich das nicht habe, gehe ich ganz viel raus, spazieren, an den See oder wo auch immer hin, mache Fahrradtouren. Und ich habe auch auf meinem Balkon jetzt schon wieder so einiges angepflanzt. Ich glaube, ein paar Bilder gibt es auch zu sehen, aber die richtigen Ergebnisse gibt es dann erst in ein paar Wochen. Aber einige Kräutertöpfe angelegt, Tomaten gepflanzt, Erbsen gepflanzt, Bohnen gepflanzt. Alles auf dem Balkon, der auch erst ab der Hälfte des Tages in der Sonne ist. Also das ist alles möglich. Im Schwarzwald hatte ich schon Kartoffeln auf dem Balkon. Einfach als Anregung, wenn ihr keinen Garten habt, wenn ihr in der Stadt wohnt, nehmt es nicht als Ausrede, sondern guckt, wie ihr irgendwie was damit machen könnt und daraus machen könnt. Und selbst wenn ihr keinen Balkon habt, geben auch Fensterbänke so einiges her. Aber das muss man ausprobieren. Ich möchte euch einfach dazu anregen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr zuschaut. Und bis bald. Liebe und Frieden, Licht und Segen, Glück und Freude, Verständnis und Erkenntnis. Bis bald, meine Freunde. Was haben wir denn hier? Rettich und Linsensprossen gekeimt. 4. Tag. Wurden jetzt gerade in frisches Wasser. Und
Bald kann man sie essen, da zeigen wir euch dann auch nochmal den Status. Niam, niam. Machen! Da sind die Sprossen aus dem Glas. Einen Tag später in den Salat gewandert. Und die essen wir jetzt. Macht es auch mal. Ist sehr interessant und sehr nahrhaft. Liebe und Frieden. Der treibt schon die ganze Zeit schräg an der Wasseroberfläche. Wir haben ihn hier schon ein bisschen ins Schattigere geschwemmt. Aber die Frage ist, was er hat. Hoffen wir mal, du schaffst es. Das ist irgendein Krebs oder eine Krabbe in einem Baggersee. Also da haben wir jetzt eben nicht schlecht gestaunt. Aber ihr könnt es nur erahnen. So ungefähr 10 cm groß, würde ich sagen. 10, 15. Ja, die Natur. Prächtig, prächtig. Vielleicht ist das Wasser sauerstoffarm. Die Fische scheinen hier alle ein bisschen Not zu haben. Was machen diese Fische? Weiß es irgendjemand? Geht es denen schlecht oder ist das normal? Sonne auf Wasser, falls ihr euch fragt, was das ist. Ich liebe dich. Schon cool. Da zupft er sich die Unterwasserpflanzen. Oder sucht zumindest welche. Guten Appetit. Ach, es ist herrlich, Freunde. Der kommt jetzt hier auf 3 Meter zu uns ran und stört sich gar nicht, weil wir lieb zu ihm sind und nichts machen, nichts von ihm wollen. Geht raus in die Natur, legt euch in die Sonne, wenn sie scheint. Liebe und Frieden, Licht und Segen.
Guten Appetit. Shalom, liebe Freunde, hier sehen wir in Wasser eingeweichte Kichererbsen. Die sind jetzt schon seit gestern Abend im Wasser und sind mächtig aufgequollen. Und es werden Falafeln. Freut euch, wir zeigen euch mal, wie wir das mit der Hand machen. Bis bald. So, liebe Freunde, die Kichererbsen sind jetzt sogar schon 2 Tage eingeweicht. Wir wollten mal gucken, wie weich sie werden, aber... sie werden nicht wesentlich weicher. Die werden wir jetzt gleich mal versuchen klein zu hacken. Dafür kann man, wenn man einen hat, einen Fleischwolf missbrauchen oder zweckentfremden. Ansonsten einfach entweder klein hacken oder wir haben jetzt so einen Kartoffelstampfer. Hier haben wir uns ein paar Rezepte aus dem Internet ausgedruckt. Gewürze und die Zutaten bereitgestellt. Wir machen das heute das erste Mal mit der Hand. Wir hatten schon mal mit so Fertigmischungen das probiert. Aber heute machen wir es mit der Hand und lassen euch teilhaben. Wir sind selbst gespannt. Bis gleich! So, ich habe die Kichererbsen jetzt versucht klein zu hacken. Es ist auf jeden Fall eine anstrengende Arbeit. Wie gesagt, man kann nur empfehlen, wenn ihr ein Fleischwolf oder eine Reibe habt, macht damit. Nächster Schritt kommt. So, Freunde. Nach gefühlten 1,5 Stunden, aber eine halb, dreiviertel Stunde wird es auch gewesen sein, habe ich die von der Konsistenz her jetzt fein genug bekommen, wobei es sicher, wie gesagt, mit einer Reibe besser ist. Die liebe Ramona hat dafür hier schon die Petersilie und den Lauch. Jetzt stellt es nicht scharf. Klein geschnitten. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Hare Krishna, meine Freunde. Es geht weiter. Wie gehabt, unsere klein gehackten Kichererbsen. Eigentlich sollte man sie klein mahlen oder klein reiben. Das sind 500 Gramm. Das wird eine ordentliche Portion, wir sind selbst mal gespannt, also wahrscheinlich hätten 250 Gramm gereicht. Dann haben wir hier jetzt einen Bund Frühlingszwiebeln klein gehackt und einen Bund Petersilie klein gehackt. Die machen wir jetzt mal als erstes drauf. Das kommt jetzt einfach alles in eine Schüssel und wird dann als Brei zusammen gemanscht mit den Händen. Viel Liebe reinkneten, wir haben auch schon viel Liebe reingehackt. Und jetzt nochmal zum Thema Prasadam zubereiten für die Leute, die es interessiert. Man sollte sein Essen ja Krishna opfern vor dem Essen und kann es dann einfach selbst essen. Das ist das Tolle daran, wenn man Sachen Krishna opfert, er nimmt sozusagen nichts weg, es bleibt alles da. Aber trotzdem sollte man es eben Krishna den ersten Happen überlassen. Und sozusagen ein paar Minuten warten, bis man dann selbst isst. Und man sollte das Essen dann auch nicht probieren, bevor Krishna probiert hat. Das heißt, abschmecken gibt es bei der Prasadam-Zubereitung nicht. Ich koche so seit Jahren. Ich habe auch in Delhi nie abgeschmeckt und die Leute waren immer ganz begeistert. Probiert es einfach mal aus. Es funktioniert. Das sieht jetzt doch schon mal ziemlich gut aus. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal Salz dazu.
Pfeffer. Würde ich sagen, erstmal. Okay, dann Kreuzkümmel vielleicht. Es gibt auch ganz verschiedene Rezepte im Internet. Wir haben uns jetzt mal aus drei verschiedenen so Mittelwerte einfach rausgesucht. Kreuzkümmel, Koriander, Salz, Pfeffer, Petersilie. Manchmal ist noch Lauch, Knoblauch dabei. Das sind so die Hauptzutaten. Und dann machen wir jetzt wahrscheinlich mit Dill und gemahlenem Kakula, Toz, Kardamom und Boxhornklee wahrscheinlich noch etwas. Man könnte auch Kichererbsenmehl noch ein bisschen beiführen oder die generell nur aus Kichererbsenmehl machen. Aber wir wollen es jetzt mal richtig von Hand von den Kichererbsen machen und sind selbst mal gespannt. Von den Gewürzen eigentlich immer ein Teelöffel jetzt auf die 500 Gramm oder einen halben Teelöffel auf die 250 Gramm. Ich kann euch das ja hier mal kurz filmen. So, Dill, genau. Sag doch mal Ja, schon. ich würde sagen, schon lange Stoff. Okay. Riechen Ja, vorher. genau. Ja, ganz wenig bitte. So? Ich denke davon auch nur wenig. Bisschen mehr wie von dem eben, aber ja. Ja. Okay. Das wird richtig gut, ich weiß es jetzt schon. Ja, Kurkuma. Stand jetzt in keinem der Rezepte dabei, aber ein bisschen, so einen halben Löffel würde ich vielleicht sagen auch. Weil Kurkuma ist in der indischen Küche, in der vedischen Küche sehr beliebt. Kurkuma findet viel Erwähnung in den Veden. Nicht nur als Nahrungsmittel, aber eben auch. Ist für die Frauen auch ganz interessant. Aber da müsst ihr euch selbst informieren. So, dann geht es jetzt weiter mit dem Handkneten. Und wir laden euch dann bei den nächsten Schritten wieder ein. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das sieht doch gut aus. Shalom, liebe Freunde, hier sind wir wieder. Es ist der nächste Tag. Wir waren gestern, ist es zu spät geworden, aber wir freuen uns jetzt. Eigentlich hätte der Teig eine halbe Stunde bis Stunde quellen sollen oder ziehen sollen. Er riecht fabelhaft lecker. Wir sind jetzt sehr gespannt. Formen jetzt einfach nur noch die Bällchen aus. Aber da filme ich dann gleich auch nochmal. Und dann zeigen wir euch auch noch das Ergebnis. Selbstgemachte Falafeln. Eine Falafel. Wir machen jetzt mal ein paar mehr. Werden noch kurz im Öl gerollt und dann auf ein Backblech gelegt. Wir backen die Falafel nämlich. Normalerweise werden die oft frittiert. Man kann sie aber genauso gut im Backofen zubereiten. Ist gesünder und fettärmer. Von daher empfehlen wir euch das mal. Wir zeigen euch aber nachher auch nochmal das fertige Ergebnis und berichten euch, wie es schmeckt. Könnte ich euch aber auch jetzt schon sagen. So, ich habe natürlich mitgeholfen. Aber sieht das nicht gut aus, Freunde? Die kommen jetzt noch eine Viertelstunde,
20 Minuten bei 200 Grad in den Backofen, bis sie goldbraun sind. Wurden, wie gesagt, nochmal in Sonnenblumenöl eingerollt. Und wir sind jetzt selbst gespannt. Entschuldigt die verspritzte Backofenscheibe. Sieht schlimmer aus, als es ist. So sieht das Gericht aus. Wir sind jetzt selber mal gespannt. Wir haben schon einen kleinen Probehappen genommen und gemerkt, wahrscheinlich hätten wir ein bisschen mehr Salz nehmen müssen. Aber die sind lecker. Wir wünschen uns jetzt selbst mal einen guten Appetit. Und vielleicht sagen wir danach nochmal, wie es uns bekommen ist. Macht's nach, es ist wunderbar. Mit ganz viel Liebe gemacht. Und Prasadam, Hare Krishna. Blühende Kastanien, Ende April, ganz bunt. Alle so getigert wie er und sie war die einzige Farbe. Emily, oben ist noch mehr. Ein Mausi. Geh mal, kleine Katze. Oh, ja, süß. Ach, Gottchen. Ach, Gottchen. Katze. Wie ist mit? Komm her. Ich nenne die jetzt einfach Oski. Ja. Oh, süß. Hast du es auf Video? Mhm. Süß. Hast du? Mhm. Bitte. Mau. Sie hat. Gille. Okay, sie hat keinen Bock mehr. Bock. Selbstgebackene Brötchen. Die schmecken mindestens genauso gut, wie die aussehen. Ist aus dem ganz normalen Brotbackteig gemacht. Da kann man auch Brötchen machen, die sind dann etwas schneller durch. Probiert es mal aus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Lenzkirch im Hochschwarzwald, Mitte Mai. Ich bin mal wieder auf Besuch bei meinen geliebten Entlein, die ich so oft gefüttert habe und die mir so viel Ruhe immer gegeben haben. Jetzt lassen wir denen auch wieder ein bisschen altes Brot da und dann gehen wir weiter spazieren. Die einfachen Dinge sind die, die am besten tun. Der Nachwuchs im Frühjahr. Und heute ist auch ein super sonniger Tag, obwohl das Wetter jetzt eigentlich eher regnerisch und wolkig war. Der Sommer kommt in großen Schritten.
Shalom, liebe Freunde, seid gegrüßt. Wir machen hier gerade einen Spaziergang zu meiner alten Wohnung und zu den Pferden. Ja, und ich wollte euch noch mal ein paar Gedanken teilen, die ich heute Morgen hatte. Ich wohne ja jetzt eigentlich wieder in Worms und bin da soweit auch ganz glücklich, aber ich bin eben am Stadtrand von Worms, ohne Garten. Und habe mich eben da durchaus wieder akklimatisiert mit den Geräuschen der Stadt und den Energien der Stadt, den ganzen WLAN-Zeug und so weiter. Wenn ich aber jetzt hier zu Besuch bin und morgens auf dem Balkon hocke, diese Stille, selbst wenn man da auch ab und zu mal ein Auto hört, das ist aber was ganz anderes. Oder wenn man hier spazieren geht, das ist was ganz anderes als im Städtischen. Und wir haben den freien Willen. Ich habe das in meinen Tagebüchern ja auch schon öfter belegt. Dafür braucht man kein Geld oder keine Ausbildung. Wenn man möchte, dann kann man aufs Land ziehen. Auch als Arbeitsloser. Und da geht es einem wesentlich besser. Automatisch fast, kann man sagen. Und es ist überall schön. Es muss nicht jeder in den Schwarzwald oder nicht jeder ins Allgäu oder nicht jeder in die Lüneburger Heide. Es gibt überall wunderschöne Flecken. Auch von den neuesten Worms-Videos, die ich ja hochgeladen habe, höre ich immer, oh, da ist ja eine super Gegend. Ich finde mir einfach die Plätze und die finde ich überall. Und ich muss sie aber auch suchen gehen. Ja, ich muss mir das holen. Wenn ich zu Hause in meiner Wohnung bleibe, dann verändert sich halt nichts. Also nehmt das mal als Anregung. Sowas brauchen wir gar nicht. Die stören Friede. Um euer Leben vielleicht ein bisschen zu verändern, zu sagen, so hey, ich könnte wirklich mal meine Wohnsituation verändern, ich könnte mal aufs Land ziehen, auch wenn ich denke, oh, dann fehlt mir das und das. Ihr bekommt dafür ganz viel andere Sachen. Man muss es aber ausprobieren. Ich kann es euch nur ans Herz legen, es tut einfach gut. Ja. Liebe und Frieden, Licht und Segen. Die nächsten Gedanken danken trifft schon ganz richtig fürs EGV-Video. Ich wollte mich einfach nochmal bedanken, dass das immer noch so viel gesehen wird. Da kommt sehr viel Resonanz zurück. Sehr vielen Menschen wird Mut gemacht und Ängste und Druck genommen. Das ist nur zu befürworten. Man merkt wirklich, dass wir gemeinsam stark sind und wir sind viele. Und je mehr diesen Weg gehen, auch wenn er im ersten Moment vielleicht ein bisschen unangenehmer ist oder einfach unbequem, so bringt es doch was. Und ich habe vor circa einem Monat jetzt das erste Feedback so konkret zurückgehalten, dass bei jemand anders auch der Widerspruch akzeptiert wurde und somit die Verfassungswidrigkeit letztlich von der Behörde selbst bestätigt wird. Ich bin ja jetzt wieder bei einer anderen Agentur in Worms und meine momentane, das kann sich auch immer wieder ändern, aber momentan zwingt meine Sachbearbeiterin mir gar keine EGV auf. Ich habe ihr da klar meine Stellung klar gemacht. Die kennen mich auch dort schon. Und habe eben gesagt, sie muss mich zu einer Unterschrift nötigen und da hat sie gesagt, nein, das wird sie nicht tun. Dann gucken wir, wie wir da so klarkommen. Ich kann es nur jedem empfehlen, reden. Von Mensch zu Mensch. Immer freundlich bleiben, aber auch sehr bestimmt. Macht euch ein bisschen, informiert euch über die Gesetzgebung. Es sind nicht viele Sachen, die man wissen muss. Und es hilft aber ganz enorm. Schaut euch das Video an, ein Video für Hartz-IV-Empfänger. EGV aufgehoben, Jobcenter zahnlos geworden und EGV aufgehoben, Update. Verteilt es für die, die es betrifft. Die nicht arbeitslos sind, sollen sich freuen, sollen sich aber nicht dran stören, sollen uns nicht als Schmarotzer diffamieren. Jeder kann ganz schnell in dieser Lage sein. Und wie dort mit einem umgegangen wird, das findet niemand lustig und niemand in Ordnung. Ja? Dann noch eine andere Sache, wo ich einfach mal fragen wollte. Obwohl ich jetzt selbst nicht wirklich den Drang habe, da ein Video zu machen.
Aber es wurde mir von mehreren Leuten herangetragen, ob man vielleicht nicht mal ein Video zu GEZ und GEZ-Befreiung und wie geht man mit GEZ-Briefen und Mahnungen und Pfändungen um. Unter Umständen wäre es vorstellbar, dass ich da ein Video zu mache. Ich gehe da auf jeden Fall auch meinen Weg und die haben von mir seit Jahren nichts bekommen und ich bekomme da auch keinen Stress mit dem Gerichtsvollzieher. Es gibt auch da Mittel und Wege und Lösungen, sozialer Ungehorsam. Genau, es ist eigentlich schon ganz viel oben, aber schreibt mal unten in die Kommentare. Vielleicht mache ich ja auch noch ein Video dazu. In diesem Sinne, gemeinsam sind wir stark, wir sind viele, die ständige Optimierung läuft. Liebe und Frieden, Licht und Segen. Da hinten lag meine Wohnung. Und hier ist einer meiner liebsten Freunde, der Vincent. Den sehe ich jetzt seit Monaten das erste Mal wieder und er mich. Und ich freue mich richtig. Ich habe ihm Karotten mitgebracht. Hallo, mein Freund. Hallo. Ich liebe dich. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, mein Süßer. Guten Appetit. Guten Appetit. Die Pferde vom Gnadenhof, ganz bei mir in der Nähe. Wir haben jetzt auch noch ein paar Karotten bekommen und etwas Gras, weil die haben ja innerhalb von ihrer Koppel schon alles wieder abgegrast. Aber hier gibt es noch ein paar längere Gräser, die schmeißen wir denen dann ein bisschen rein. Dann freuen sie sich über die Aufmerksamkeit. Sucht euch Tiere in eurer Nähe. Landtiere, Pferde, Kühe, Ziegen, Schafe, Hunde, Katzen. Die tun euch so gut und ihr könnt ihnen gut tun. Liebe und Frieden, Licht und Segen, Glück und Freude. Verständnis und Erkenntnis. Schlüsselblumen mit Schmetterling. Wir sind immer noch auf unserem Spaziergang. Shalom. Ich bin barfuß. Mal als erste Anregung barfuß laufen. So oft wie möglich. Es wirkt bis in die Seele hinein. Es hat körperliche Auswirkungen, es hat aber auch auf jeden Fall seelische Auswirkungen. Worauf ich jetzt noch ein bisschen eingehen wollte, ist Global Non-Compliance. Ich weiß nicht, viele von euch werden, glaube ich, schon ungefähr eine Vorstellung haben, was das ist, aber viele glaube ich auch nicht. Die hören immer wieder oder lesen immer wieder diese Zeile Global Non-Compliance, aber wissen gar nicht genau, was dahinter steht. Und da wollte ich jetzt noch mal kurz erläutern, was das für mich bedeutet und was ich in diesen Tagebüchern eben versuche zu teilen oder mitzugeben.
Es geht um einen Boykott von Industrie und von Organisationen und von Regierungen, die uns Menschen schaden, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen. Da kann man anfangen bei Coca-Cola, die in Indien das Trinkwasser klaut, oder BP, die im Meer den Oilspill macht, über irgendwelche Banken, die ganze Länder in die Bredouille bringen, Global Player wie IKEA oder wie Starbucks. Da gibt es jede Menge Firmen. Ihr könnt euch ja mal ein paar Global Non-Compliance Videos rausschauen. Hier will jemand mitreden. Kamerascheu. Und schaut einfach mal, was da zum Beispiel für Firmen oder Organisationen wie auch der Roundtable oder der IWF würde zum Beispiel auf jeden Fall dazugehören. Sowas soll man boykottieren. Und zwar im Rahmen dessen, wie es einem selbst persönlich als kleiner Mensch, als Konsument möglich ist. Und da kann man eine ganze Menge machen. Und da habe ich eben vor Jahren, im Jahr 2010, im Oktober 2010, aus England kam diese Bewegung, habe ich das aufgegriffen für Deutschland, weil ich es perfekt fand, genau das Richtige. Und lade seitdem regelmäßig Tagebücher hoch, regelmäßig, unregelmäßig, aber doch ganz regelmäßig, sind viele Stunden mittlerweile zusammengekommen, von verschiedensten Orten und mit sehr viel Message, sage ich mal. Kann man sich immer wieder angucken, auch die alten Sachen. Es lohnt sich, definitiv. Ja, und da wollte ich eben ein bisschen meinen Werdegang zeigen, so was ich denn so getan habe. Das ist auch ein Teil dieser Bewegung Global Non-Compliance, dass wirklich jeder selbst macht und zeigt und andere anregt. Ja? Mitmachen, nachmachen, vormachen. So, und was gehört da bei mir dazu? Eben ganz offensichtlich erstmal Boykott von ganz vielen Markenprodukten, die ich früher vielleicht konsumiert habe oder zumindest unbewusst nicht hinterfragt habe, wenn ich es mal eingekauft habe. Das lasse ich alles komplett. Dadurch ist mein gelber Sack wesentlich dünner am Ende des Monats. Ist kaum vorstellbar, was man da alles aussortieren kann. Und das wurde dann eben konkreter und konkreter. Ich habe ganz am Anfang habe ich meinen Fernseher weggeschmissen. Ich schaue auch keine Nachrichten mehr, keine Serien. Ich kriege nicht mit, wenn der Raab geschlagen wird. Und es ist mir alles sowas von egal. Die wichtigen Sachen allerdings, die bekomme ich sehr wohl übers Internet mit und auch nicht verspätet, sondern immer sehr zeitnah. Von daher ist das überhaupt kein Problem. Fleisch essen ist ein Riesenanliegen. Seit ich das mache, muss ich sagen, habe ich festgestellt, wie sehr das eben wirkt und wie sehr es mich verändert hat und meine Denkweise und mein Fühlen verändert hat. Und ich habe die feste Überzeugung, dass das bei jedem so ist. Von daher kann ich da auch jedem nur ans Herz legen, zumindest mal den Versuch zu machen, den Fleischkonsum einzuschränken oder mal für ein paar Wochen vegetarisch zu leben. Man muss nicht vegan werden, meiner Auffassung nach. Ich hatte allerdings auch schon vegane Phasen und auch Phasen, wo ich sogar in Richtung Lichtnahrung gegangen bin. Also auch das ist jetzt durchaus nicht unmöglich. Aber fürs normale Leben und für den normalen Konsum, normal essen, aber man braucht kein Fleisch. Ja? Ich bin top gesund, ich fühle mich fitter als je zuvor und das schon über Jahre. Genau, dann wäre ich jetzt gleich bei meinem Knieproblem zum Beispiel gelandet, dass ich eben auch teilweise jetzt Verletzungen hatte, wo ich dann aber nicht so wie ich es vor Jahren gemacht hätte, normal zum Arzt gegangen bin und mich 100-mal röntgen lasse und mir irgendein Antibiotikum verschreiben lasse oder so, sondern ich habe sehr viel über Selbstheilung, über Naturheilung, über Homöopathie gemacht und habe auch da wunderbare Ergebnisse. Ja, also ich hätte normalerweise, hatte ich zum Beispiel einen Innenmeniskusriss und der hätte operiert werden sollen, ich habe ihn nicht operieren lassen und er hat mir 1,5 Jahre Schwierigkeiten gemacht, aber dann war es irgendwann wirklich gut. So, dass ich sagen kann, es ist wirklich zu über 95% wirklich ausgeheilt und es ist besser geworden, als es die Ärzte je geglaubt hätten. Ja? Es knackt nichts mehr, ich habe keine Schmerzen, wenn ich bergsteige oder wenn ich lange Strecken gehe.
Zahnarzt, kein Fluorid in den Zahnpastas mehr, gehört auch dazu, keine Impfungen. Das ist alles Global Non-Compliance, weil es eben dem System, den Strukturen des Systems Energien zieht. Ja, wir ziehen unsere Energien da ab, wir brauchen das System gar nicht. Das muss man sich bewusst machen und so sollte man am besten leben. Ganz viel barfuß laufen, in die Natur gehen, rausgehen, Kräuter sammeln. Man kann ganz viel sammeln draußen und auch dort Geld sparen und dass man dann nicht im Supermarkt lässt. Wenn man im Supermarkt kaufen geht, dann holt man bitte regionale Waren. Ja, also am besten wirklich nichts aus dem Ausland, auch wenn es am Anfang schwierig ist. Aber es lohnt sich und es macht durchaus Sinn. Und es fördert sozusagen auch die regionale Wirtschaft wieder. Ja, dass sich mehr Bauern vielleicht wieder angesprochen fühlen. Aha, wir haben hier wieder direkte Abnehmer. Und da interessiert sich jemand für Bioware. Viele werden eben auch von diesen großen Konzernen und von Subventionen von Regierungen dazu getrieben, im Grunde unwirtschaftlich zu arbeiten. Da haben uns ja Leute wie Sepp Holzer gezeigt, ja, dass eben nicht die Monokultur, sondern die Permakultur, die Polykultur sozusagen, so wie die Natur ist, das ist der Idealzustand. Ja? Nicht Felder, wo nur ein oder zwei Kulturen angepflanzt werden und das dann aber jedes Jahr wieder am gleichen Platz. Dafür muss dann chemisch gedüngt werden und der Boden aufbereitet werden. Das ist alles unnötig. Ja? Permakultur ist ein Riesenschritt, der für mich auch zu Global Non-Compliance dazugehört, die Selbstversorgung, weil das eben automatisch dazugehört, wenn wir auf Konsum verzichten wollen, müssen wir auch ein bisschen mehr für uns selbst sorgen. Und das macht Spaß, das macht Freude, das ist in Teilen anstrengend, aber das ist eine schöne Anstrengung, eine erfüllende Anstrengung. Und sehr schnell stellt sich oft auch so eine Form von Routine ein, die man eben am Anfang noch nicht hat, noch nicht haben kann. Und deswegen kommt es einem auch so, oh, das ist ja so umständlich. Aber wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann geht es ganz fix. Brot backen zum Beispiel. Ich backe mein eigenes Brot selbst, seit ich in Delhin gewohnt habe, also seit über 2 Jahren oder fast 3. Mit Herz und Liebe. Es tut total gut, den Teig selbst zu kneten und zu wissen, was in dem Teig drin ist. Wenn ihr ein Brot in der Bäckerei kauft, erstens mal bezahlt ihr eine Menge mit, was ihr gar nicht bezahlen wollt. Ihr bezahlt vielleicht sogar schlecht bezahlte Bedienungen mit, ja, die am Sonntag arbeiten müssen, obwohl sie da lieber zu Hause bei ihrer Familie wären. Wenn ihr selbst backt, nehmt ihr auch da Energien weg. Ja, das ist ganz sinnvoll, von daher kann ich das nur jedem empfehlen. Beschäftigt euch mit Selbstversorgung, Marmeladen selber machen. Wenn man einen großen Garten hat, könnte man sogar Bienenkulturen anlegen und sich den Honig selbst machen. Man kann sich Gemüse selbst anpflanzen und natürlich auch immer frisch essen. Kräuter und Salat sind die Hauptsachen. Das hat vielleicht jeder schon mal gemacht oder ein paar Tomaten auf dem Balkon, aber man kann das natürlich auch ausdehnen. Und das macht durchaus Sinn, das macht Freude. Es macht richtig Freude. Und es hilft wirklich dem Ganzen, uns als Gemeinschaft voranzukommen in die richtige Richtung. Denn wir alle sind gefragt, jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Müll einsparen gehört dazu. Ich habe es ja schon angedeutet, dadurch, dass ich andere Produkte konsumiere, habe ich viel, viel, viel weniger Müll, der anfällt. Ich achte schon beim Einkaufen drauf, dass ich nicht mehr nur so Plastiksachen hole, sondern dass die möglichst irgendwie ganz anständig oder im besten Fall in Glas oder Papier eingepackt sind oder gar nicht verpackt. Wobei, das wisst ihr alle, das findet man so gut wie gar nicht. Beim Bauern allerdings schon. Ja, also da muss ich auch dazu sagen, es lohnt sich, egal wo ihr wohnt, informiert euch mal, wo sind die nächsten Bauern in der Nähe. Wo kann man vielleicht Kartoffeln, Rüben, Spargel saisonal sich beim Bauern direkt holen. Das ist oftmals billiger und auf jeden Fall von der Qualität besser, weil es nicht schon durch die halbe Bundesrepublik gekarrt worden ist und wochenlang in Kühlhäusern gelegen hat. Man kann so viel tun, man kann so viel tun. Schaut euch die Tagebücher an, ich gebe da einige Anregungen, aber es gibt auch so viel andere. Freigeist Liebemann zum Beispiel, Mamfi, der Selbstversorger,
Es gibt ganz viele Beispiele. Sepp Holzer, schaut euch Sepp Holzer Videos an. Schaut euch Naturwertstiftung Videos an. Schaut euch Wolf-Dieter Stahl an, der mit den Pflanzen spricht. Wir können unglaublich viel tun und es tut uns unglaublich gut, das zu tun. Da kommen wir wieder selbst in eine Verantwortung rein, in eine Souveränität. Das fühlt sich einfach gut an. Ja? So, ihr merkt, dass ihr das ganze Zeug nicht braucht. Ich war auch jetzt seit Jahren nicht mehr bei McDonald's zum Beispiel oder kein Döner mehr. Ich esse einfach keinen mehr. Ja, und da denkt das Ego natürlich am Anfang, oh, wie, nie mehr. Probiert's mal aus, es ist halb so wild. Und dafür habe ich jetzt zum Beispiel gerade den wilden Sauerampfer heute zum ersten Mal dieses Jahr gegessen. Und das schmeckt mir besser, das flasht mich mehr als ein Cheeseburger, das früher getan hätte. Ja, aber da muss man sich dran gewöhnen, da muss man sich selbst ranführen. Oder sich selbst auch mal drücken, ja. Und die ersten, es können auch mal Sachen bitter schmecken. Dann soll man nicht gleich und wegrennen und nie wieder was in den Mund nehmen, sondern probiert's weiter. Ja, jetzt habe ich schon eine ganze Menge gesagt. Ich überlege gerade, was es sonst noch gibt. Guerilla-Farming vielleicht. Pflanzt einfach. Beschäftigt euch mit Pflanzen, beschäftigt euch mit Natur, beschäftigt euch mit Kräutern. Kocht selbst, hört auf, Fertigmischungen zu kaufen. Ja, Konsum, was Medien betrifft, hört auf, Fernsehen zu schauen, hört auf, Nachrichten zu schauen, hört auf, Bildzeitung oder irgendwelche solche Sachen zu lesen oder zu konsumieren. Informiert euch unabhängig und drückt selbst im Internet die Pause-Taste. Das habe ich auch in einem meiner ersten Tagebücher schon gesagt. Viele verlieren sich in diesen ganzen NWO-Dynamiken, anstatt so die wichtigen Punkte für sich zu realisieren. Die sind eigentlich ganz leicht. Man kann sehr viel tun und es ist sehr effektiv, anstatt dass man sich immer weiter im Kreise dreht. Was auch ganz wichtig noch zu sagen ist, ist Fluorid, Aspartam, Jodsalz, Glutamat, also Geschmacksverstärker, heißt auch modifizierte Stärke. Informiert euch darüber und achtet darauf, dass ihr das nicht mehr esst, dass ihr Produkte, wo das drin ist, nicht kauft. Auch wenn ihr auf ganz viel verzichten müsst, was euch ganz lieb ist und wo ihr denkt, ihr könnt nicht ohne leben, versucht's mal. Ja? Weil ihr könnt nicht erwarten, dass die Chemtrails im Himmel verschwinden, wenn ihr weiter Gift in euren Körper lasst. Oder wenn ihr weiter Wetten, das guckt und euch, oder noch schlimmer, irgendwelche, ich weiß gar nicht die Namen von diesen Serien, Sex in the City oder was weiß ich, die einfach euer Gehirn kaputt machen, euer Unterbewusstsein beeinflussen, ohne dass ihr das merkt und euch fesseln, euch binden, euch festhalten. Lasst es los, ja? Löst euch davon, geht in die Natur. Wenn eure Lieblingsserie kommt, geht für extra mal 2 Stunden spazieren. Macht das mal. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ich werde auch demnächst definitiv nochmal näher drauf eingehen, weil ich das wirklich wichtig finde, dass Leute sich engagieren und weil ich eben auch merke, wie viel es bewirkt. Auch ich bin einer von euch. Ich habe vor 4 Jahren angefangen, einfach weil ich der Überzeugung war, ich möchte was tun und ich möchte zeigen, was ich tue. Und zwar nicht, um mich zu profilieren, sondern um andere anzuregen. Ja, und da könnte natürlich noch viel mehr Feedback kommen. Ich habe wunderbarste Leute kennengelernt und es passiert sehr viel. Aber mein Herzenswunsch wäre, dass da schon viel mehr dabei wären und sich richtig engagieren würden und auch Videos machen würden. Ich kann im Leben nicht alle erreichen, aber wir alle zusammen, wir sind alle. Und wenn jeder einen Teil dazu beiträgt, dann schaffen wir das. Die ständige Optimierung läuft. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In diesem Sinne, wir laufen mal weiter über Stock und Stein und Wurzeln. Vielen Dank fürs Zuhören.
und bis bald. Es geht gleich weiter. Liebe und Frieden. Die Birke beugt sich über den Weg und formt ein Tor. Für die Wandersleut. Wie sagte der Sepp Holzer so schön, die Schöpfung ist perfekt, die Fehler macht nur der Mensch. Jetzt laufen wir hier gerade in Richtung Wasserfall, den ihr alle auch von einigen Videos kennt. Jetzt guckt euch mal an, was hier für ein Raubbau mitten im Wald betrieben wird. Es ist einfach nicht schön. Und es muss nicht sein. Es ist überflüssig. Boykott! Schreibe ich jetzt hier direkt hin mit Kreide. Immer Kreide mitnehmen. Wie heißt diese Pflanze? Weiß es jemand? Ich weiß es nicht. Aber sie sieht wunder hübsch aus. Ein wilder Apfelbaum in voller Blüte. Und am Fuß vom Apfelbaum blühen die Erdbeeren. Das ist schon genial am Schwarzwald, dass hier überall, so gut wie überall, Tiere rumhupsen. Wenigstens noch so halbwegs artgerecht. Zieht aufs Land, Freunde. Entvölkert die Städte, die Betonwüsten. Das Leben. Sowas essen. Überlegt's euch selbst. Das sind die Cheeseburger und Hamburger und Big Macs. Auf euren Tellern. Lasst es liegen, lasst es liegen. Dankeschön. Süße Hofkatzen. Kuhdemo in Lenzkirch. Sie blockieren die Straßen. Nee, sie werden heimgeführt von der Weide in den Stall. Liebe und Frieden.
Da kommen noch eine ganze Menge mehr. Wir ordnen uns jetzt mal ein. Schwarzwald, Schluchsee. Wir gehen jetzt gerade mal durch den Wald und hier im Wald sieht man förmlich alte Siedlungsüberreste. Es sieht ganz deutlich aus wie eine Felssiedlung. Geht spazieren! Wir laufen hier gerade durch den Wald und da haben wir jemanden aus Zufall entdeckt. Er tut so, als sieht er uns gar nicht, aber wir wollen ihn auch gar nicht stören. Sowas passiert einem nur, wenn man wirklich spazieren geht und mal neben die Wege. Wir lieben dich. Schön, dass du da bist. Hab keine Angst. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel leckeren Nektar. Reflektierende Wassertropfen in der Morgensonne.
Guten Appetit. Lass es dir munden. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Vincent. Hallo, Loki. Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Ja. Nee, essen kannst du die Kette nicht. Nur schnuppern. Nur schnuppern. Ui. Fein machst du das. Fein machst du das. Ja. Hübsch siehst du aus. Ganz hübsch. So. Kuckuck. Halleluja. Die üben schon für die Bremer Stadtmusikanten.
Hallöchen. Grüß dich. Ich liebe euch. Na, die sind auch neugierig. Die freuen sich, wenn mal jemand stehen bleibt und sich mit ihnen beschäftigt. Da hinten ist aber der Bauer gerade mit dem Trecker. Das ist natürlich auch interessant. Alle ganz neugierig. Guten Appetit. Na und du? Kuckuck. Hallöchen. Hallöchen. Na, jetzt seid ihr doch mal neugierig geworden, ja? Seid ihr doch mal neugierig geworden. Hallo. Solch friedliche, liebevolle Tiere sollte man wirklich nicht essen. Na? Donau-Eschingen, Hauptbahnhof. Bombendrohung. Wollten eigentlich gerade nach Karlsruhe weiterfahren und jetzt ist der komplette Bahnhof geräumt worden. Alle Züge rausgefahren worden und keiner weiß, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Das haben wir gestern live miterlebt. Wir wollten doch nur heimfahren, aber es war ein Fehlalarm, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat. Ja. Chemtrail Himmel Deluxe in Worms, Ende Mai. Ein typisches Bild, leider. Lasst euch nicht erzählen, dass das Kondensstreifen sind, ja? Lasst euch nicht verarschen. Die Feuerstelle war nicht von uns, aber Feuer machen ist in diesem Video auch vorgekommen und ist jedem nur zu empfehlen.
sind auch göttliche Energien, ganz einfache, basismäßige Energien, die uns sehr wohltun bis in die Seele rein. Und es kostet im Grunde nichts. Ja? Man kann sich überall, auch wenn es in städtischer Umgebung nicht ganz so leicht ist, aber auch da findet man Grillplätze oder eine Möglichkeit, wo man mal einen kleinen Steinkreis legen kann und sich da ein paar Holzscheite anzündet. Hier habe ich jetzt gerade die Krishna-Lesungen gemacht, die nächsten. Und wir laufen jetzt heim, haben schöne Spaziergänge gemacht. Und das war es jetzt auch erstmal wieder von mir für das Tagebuch. Wir sind am Ende angekommen. Bis bald, sage ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir Resonanz da, Liebe, Kommentare, Anregungen, Impulse. Ich freue mich drüber. In diesem Sinne, bis bald, liebe Freunde. Liebe und Frieden, Licht und Segen, Glück und Freude, Verständnis und Erkenntnis. Ich liebe euch. Die Abenddämmerung am Rhein. Da hinten ist die Rheinbrücke hinter dem Busch. Und hier fährt gerade wieder ein Containerschiff vorbei. Und hier werde ich jetzt gleich ein Lagerfeuer machen. Am Ufer des Rheins beim Sonnenuntergang. Und ein paar unbeliebte Briefe verbrennen. Kann ich nur jedem empfehlen. Übergebt dem Feuer, macht euch frei. Liebe und Frieden, Licht und Segen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ja, 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 Haribol, Halleluja, Amen, Amen, Om Tat Sat, Om Hari Om, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Namaste und Shalom, meine Freunde, Liebe und Frieden, Licht und Segen, Glück und Freude, Verständnis und Erkenntnis. Halleluja. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir gehen oder stehen bleiben. Liegt in unserer Hand, ob wir stehen bleiben oder gehen. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir gehen oder stehen bleiben. Es liegt in unserer Hand, ob wir stehen bleiben oder gehen. Es ist so leicht sich zu bewegen. Stillstand heißt Tod, also bleib in Bewegung. Beweg dich im Herzen, beweg dich im Geiste. Beweg dich auf Gott zu, das Ziel unserer Reise. Ich dank dir von Herzen, lieber Gott, hör mir zu. Dank dir für mein Leben, für jeden Atemzug. Du schenkst uns das Leben, du schenkst uns den Mut. Du lenkst uns von innen und du weißt, was wir tun. Du
schenkst uns Vertrauen und du gibst auf uns Acht. Auch wenn wir denken, wir sind Gott, bist du es, der die Pläne macht. Wir sind Brüder und Schwestern im Herzen vereint. Lasst uns beten zu Gott und ihm ewig dankbar sein. Dann kehren wir heim in sein ewiges Reich, wo unser Vater im Himmel weit hört, wir, er ruft uns heim. Du bist gut, du bist heil und du wirst sehr geliebt, also gib etwas zurück, einen Teil dieser Magie. Es macht keinen Unterschied, ob du glaubst oder nicht, der liebe Gott ist für uns da und er sorgt sich auch um dich. Er heilt deine Schmerzen, also geh ihm entgegen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott und der Weg ist geebnet. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir gehen oder stehen bleiben. Es liegt in unserer Hand, ob wir stehen bleiben oder gehen. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir gehen oder stehen bleiben. Es liegt in unserer Hand, ob wir stehen bleiben oder gehen. Es ist so leicht sich zu bewegen. Stillstand heißt Tod, also bleib in Bewegung. Beweg dich im Herzen, beweg dich im Geiste. Beweg dich auf Gott zu, das Ziel unserer Reise. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir gehen oder stehen bleiben. Es liegt in unserer Hand, ob wir stehen bleiben oder gehen. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir gehen oder stehen bleiben. Es liegt in unserer Hand, ob wir stehen bleiben oder gehen. Verschwendet, kommt, reicht euch die Hände, bereiten wir dem Wahnsinn gemeinsam ein Ende. Ihr wisst, Gott steht uns bei, also lasst es uns tun. Lasst uns Frieden in die Welt bringen und den Hass endlich ruhen. Warum lassen wir zu, dass so viel Unrecht geschieht? Für unseren Wohlstand sterben Kinder in Armut und Krieg. Boykottiert die Industrie und ignoriert die Regierung. Verraten und verkauft, für die sind wir nur Vieh. Und es ist, wie es ist. Und es bleibt, wie es bleibt, solange wir nicht erkennen, wir können uns selbst befreien. Gott sei Dank gibt es Hoffnung, Gott sei Dank gibt es Glauben. Du kannst ihm vertrauen, er öffnet dir deine Augen. Die Augen des Herzens, die Stimme der Seele. Doch wir hören oft nicht hin, was die Stimmen erzählen. Wenden uns von Gott ab und wundern uns, wo er bleibt. Warum er Unrecht geschehen lässt und sich uns nicht zeigt. Doch Gott ist überall, nur unsere Augen sind blind. Unsere Ohren sind taub für das, was er uns singt. Wäre er nicht da, so gäbe es uns alle nicht. So gäbe es keine Liebe, so gäbe es auch kein Licht. Es ist, wie es ist und es bleibt, wie es bleibt. Nur wer Gott sucht, wird ihn finden und nur er wird uns heilen. Nur er kann befreien und nur er holt uns heim. Wir haben den freien Willen, wir dürfen uns selbst entscheiden. Keine Zeit mehr verschwendet, kommt, reicht euch die Hände. Bereiten wir dem Wahnsinn gemeinsam ein Ende. Ihr wisst, Gott steht uns bei, also lasst es uns tun.
Lasst uns Frieden in die Welt bringen und den Hass endlich ruhen. Warum lassen wir zu, dass so viel Unrecht geschieht? Für unseren Wohlstand sterben Kinder in Armut und Krieg. Boykottiert die Industrie und ignoriert die Regierung. Beraten und verkauft, für die sind wir nur Vieh. Und es ist, wie es ist, und es bleibt, wie es bleibt. Solange wir nicht erkennen, wir können uns selbst befreien. Gott sei Dank gibt es Hoffnung, Gott sei Dank gibt es Glauben. Du kannst ihm vertrauen, er öffnet dir deine Augen. Die Augen des Herzens, die Stimme der Seele. Doch wir hören noch nicht hin, was die Stimmen erzählen. Wir wenden uns von Gott ab und wundern uns, wo er bleibt. Warum er Unrecht geschehen lässt und sich uns nicht zeigt. Gott ist überall, nur unsere Augen sind blind. Unsere Ohren sind taub für das, was er uns singt. Wäre er nicht da, so gäbe es uns alle nicht. So gäbe es keine Liebe, so gäbe es auch kein Licht. Es ist, wie es ist, und es bleibt, wie es bleibt. Nur wer Gott sucht, wird ihn finden, und nur er wird uns heilen. Nur er kann befreien, und nur er holt uns heim. Wir haben den freien Willen, wir dürfen uns selbst entscheiden. Ich bin nicht nur dabei, sondern mittendrin. Komm mit mir und sing, lass die Seele tanzen. Sich bei Gott zu bedanken, ist der Sinn des Ganzen. Komm, lass uns einfach nur Menschen sein. Keiner besser als der andere und es renkt sich ein. Lasst uns die Veränderung sein, die wir uns wünschen, es ist ein Geschenk. Es könnte so leicht sein, wenn wir uns die Hände reichen und Frieden. Es könnte so leicht sein, wenn wir an Wunder glauben und auf Gott vertrauen. Es könnte so leicht sein, tatsächlich ist es das auch, wenn wir nur es wollen. Es könnte so leicht sein, wenn wir den Wandel beschreiten mit Eisen zu es wollen. Könnte so leicht sein, so leicht, es könnte so leicht sein, so wenn wir an Wunder glauben und auf Gott es vertrauen. Es könnte so leicht sein, so leicht, es könnte so leicht sein, so wenn wir den Wandel beschreiten mit Eisen zu Gold. Ich komm rein und der Beat klingt nice. Miro Beats hat's geschafft, er schuf dieses Teil. Lasst uns Liebe teilen, statt um Geld zu streiten. Lasst uns Lieder schreiben, um die Welt zu heilen. Manche sagen, die Chance ist denkbar klein. Doch ich sag, es ist möglich, kommt, wir lenken ein. Leute, denkt nicht klein, sondern macht euch groß. Erkennt Gott, sorgt für uns, lasst eure Sorgen los. Es könnte so leicht sein, wenn wir uns die Hände reichen und Frieden. Es könnte so leicht sein, wenn wir an Wunder glauben und auf Gott vertrauen. Es könnte so leicht sein, tatsächlich ist es das auch, wenn wir es nur wollen. Es könnte so leicht sein, wenn wir den Wandel beschreiten mit Eisen zu Gold. Es könnte so leicht sein, so leicht, es könnte so leicht sein, so wenn wir an Wunder glauben und auf Gott vertrauen. Es könnte so leicht sein, so leicht, es könnte so leicht sein, so wenn wir den Wandel beschreiten mit Eisen zu Gold.
Shalom, Optimism, oh Mike, jetzt Friede sei mit dir in Herzen und Geist. Ich teile mein Glück, erzähl meine Reise. Gott hat mich befreit und mir Freude bereitet. Mein Herz pocht laut und ich leise. Ich trag mein Herz auf der Zunge. Mein Herz singt Hare Krishna. Ich sing's aus voller Lunge. Es ist alles halb so wild. Es ist alles halb so schlimm. Solange wir nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Das Leben ist unser Test zu bestehen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Doch nie ist er fern. Er liebt uns von Herzen, hat Frömmigkeit gern. Er achtet auf uns, darauf, dass wir auch lernen. Der Kreislauf des Lebens erschließt sich nicht gleich jedem auf Anhieb. Darin lag falsch, wenn er meint, Sex und Gewalt seien unser Antrieb. Wir sind auf einer Reise nach Hause zu Gott, jeder auf seine Weise. Manche traben im Galopp, andere brüllen im Trott. Lass deine Seele fliegen, weil seine Flügel weit folgt der Stimme des Herzens und dein Schmerz wird geheilt. Es ist alles halb so wild, es ist alles halb so schlimm, solange wir nicht vergessen, wo wir hergekommen. Im Kreislauf des Lebens, die Strahlen der Sonne, die Bahnen der Sterne, es ist so vollkommen. Ein Meer voller Freude, ein Herz voller Wärme. Du reichst mir die Hand und ich nehme sie gerne. Lass deine Seele fliegen, spreiz seine Flügel weit, folg der Stimme deines Herzens und dein Schmerz wird geheilt. Es ist alles halb so wild, es ist alles halb so schlimm, solange wir nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Der Kreislauf des Lebens, die Strahlen der Sonne, die Bahnen der Sterne, es ist so vollkommen. Ein Meer voller Freude, ein Herz voller Wärme, du reichst mir die Hand und ich nehme sie gerne. Der Kreislauf des Lebens, die Strahlen der Sonne, die Bahnen der Sterne, es ist so vollkommen. Ein Meer voller Freude, ein Herz voller Wärme, du reichst mir die Hand und ich nehme sie gerne. Lass deine Seele fliegen, spreiz deine Flügel weit, folg der Stimme deines Herzens, dein Schmerz wird geheilt. Es ist alles halb so wild, es ist alles halb so schlimm, solange wir nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Solange wir nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Es sieht noch viel krasser aus in echt, das kommt leider gar nicht rüber. So am Mic, ich komm rein und ich zeig, dass ich Double Time rappen kann. Wenn der Beat mich reizt, fällt mir das leicht. Das ist ein Shaper City Beat, der sich ganz sanft anschmiegt an den Text, den ich schrieb, fusioniert zu einem Lied. Macht mal die Ohren auf, jetzt stellt eure Lauscher auf Empfang. Was ich sag, ist die Wahrheit, das bejaht euer Verstand. Es ist mehr als nur Klang, mehr als Beat und Gesang. Ja, ich bete zu Gott, ich empfinde mehr als nur Dank. Habt ihr begriffen, was zählt? Begriffen, um was es geht? Mitnichten ist es zu spät, sich dem Lichten zuzudrehen. Habt ihr begriffen, was zählt? Begriffen, um was es geht? Zu leben, statt sich zu quälen, zu beten für eure Seele. Habt ihr begriffen, was zählt? Begriffen, um was es geht? Es geht um Liebe geben und Hass lassen. Ihr versteht, habt ihr begriffen, was zählt? Begriffen, um was es geht? Darum Gott zu erkennen, dankbar zu sein für sein Leben. Das ist die Zeit der Verrückten, der reichlich Bedrückten. Die Zeit der Entwicklung, Befreiung von Unterdrückung. Lasst die Puppen tanzen, lasst uns in Gruppen schanden. Ich tanze zu Gottes Flöte, ich will mich bei ihm bedanken. Bei ihm und bei euch allen, drum tut mir einen Gefallen. Und stimmt alle mit ein, lasst seinen Namen erschallen. Aufsteigen statt zu fallen, mit reißen statt unterdrücken. Wir sind alle eine Einheit geschaffen, Gott zu entzücken. Habt ihr begriffen, was zählt? Begriffen, um was es geht? Mitnichten ist es zu spät, sich dem Lichten zuzudrehen. Habt ihr begriffen, was zählt? Begriffen, um was es geht? Zu leben, statt sich zu quälen, zu beten für eure Seele. Habt ihr begriffen, was zählt? Begriffen, um was es geht? Es geht um Liebe geben und Hass lassen. Ihr versteht, habt ihr begriffen, was zählt? Begriffen, um was es geht? Darum Gott zu erkennen, dankbar zu sein für sein Leben. Wir leben im Kali Yuga, die Zeit der Unwissenheit, die Zeit des Streits und der Täuschung. Halte dein Gewissen rein, Verblendung und Schein, statt
statt wahrhaftig zu sein. Es herrschen Lug und Betrug und keiner steht sich ein. Wir sind geistige Wesen, erweckt die Seele zum Leben. Wende dich Gott zu, du wirst auferstehen und genesen. Öffne den Geist und das Herz, das heißt auch mal Schmerz. Zeit, die Heilung beginnt, lass es zu, hör mein Vers. Habt ihr begriffen, was zählt, begriffen, um was es geht? Mitnichten ist es zu spät, sich dem Lichten zuzudrehen. Habt ihr begriffen, was zählt, begriffen, um was es geht? Zu leben, statt sich zu quälen, zu beten für eure Seele. Habt ihr begriffen, was zählt, begriffen, um was es geht? Es geht um Liebe geben und Hass lassen. Ihr versteht, habt ihr begriffen, was zählt, begriffen, um was es geht? Darum Gott zu erkennen, dankbar zu sein für sein Leben.